So, gut, dann fangen wir an. Ja, also schön, dass da so viele geworden sind. Ich würde euch heute zu den Transducern und Reactive Extensions in C++ ein bisschen was erzählen. Es geht insgesamt darum, besser zu programmieren. Nochmal kurz, wer bin ich? Ich bin Andreas Reischauck, ich mache hier so ein bisschen Organisation von der User Group. Firma ist Hackneck Software. Wir machen C++ mit viel Qt und ein bisschen Webentwicklung. Ja, hauptsächlich geht es immer darum, für unsere Kunden die besten Anwendungen zu schreiben. Da suchen wir immer gute Entwickler und suchen auch immer interessante Projekte. Und ein anderer Punkt ist natürlich, wir suchen immer neue Technologien, mit denen wir weiterkommen. Und diese Transducer und Reactive Extensions ist eine davon. Deswegen will ich dir euch mal vorstellen. So, wie kam das jetzt überhaupt alles dazu? Angefangen hat es von Rich Hickey, der ist der Entwickler und Maintainer von Clojure. Und der hat festgestellt, dass die mittlerweile dabei sind, irgendwie das x-te Mal dieselben Funktionen neu zu implementieren. Und hat sich dann gedacht, ja, da muss man doch irgendwas machen können. Und deswegen ist er auf die Idee gekommen mit den Transducern. Wie das genau funktioniert und wie es aussieht, das sehen wir dann an einem Beispiel. Das andere, was ich euch vorstellen will, sind die Reactive Extensions. Wie kam das dazu? Die Reactive Extensions sind von Microsoft entwickelt worden und sind mittlerweile für eine ganze breite Anzahl an Programmiersprachen zur Verfügung gestellt worden. Das basiert ein bisschen auf diesem Link-Ansatz, mit dem man Queries im. Warum gibt es jetzt Musik? Danke. Indem man versucht sozusagen auf Events weiterzuarbeiten und zu filtern und so weiter. Wie es schon in der Anleitung kurz steht, asynchrone Events. Das heißt, wir können eine temporäre, also eine Zeitkomponente mitverarbeiten. Ja, das sind ganz grob mal die Grundsätze von diesen ganzen. Wie ich schon sagte, viele Sprachen, also wir haben C#.NET hat es natürlich angefangen, weil Microsoft dort das Link auch entwickelt hat. C++ stelle ich euch heute vor. Es gibt es aber auch für JavaScript, Python, Ruby und alle möglichen anderen Bibliotheken. Findet man alle bei GitHub als Open Source. So, es gibt nun schon etliche Abhandlungen über Reactive Programmierung und auch Transducers. Deswegen will ich euch das heute mal an einem Beispiel vorstellen. So. Achso, erstmal ein ganz einfaches Beispiel. Wie Transducer funktionieren. Am Beispiel von JavaScript, da haben wir nicht so viel Syntax. Das ist das Beispiel, was auch auf der Webseite ist. Also, wir haben einen Stream. Das sind in dem Fall diese Stock-Data. Die kommen asynchron, weil der Webservice natürlich eine Verzögerung hat. Und wenn wir die Quelle einmal haben, dann können wir natürlich anfangen zu filtern. Und dann schreiben wir eine Funktion, Filter. In dem Fall wollen wir alle Aktien rausbekommen, die einen Preis größer 30 haben. Im nächsten Schritt können wir weiter verarbeiten. Wir können zum Beispiel ein Map machen, was dazu führt, dass statt einer Sequenz von diesen Quotes wir jetzt eine Sequenz von Preisen haben. Und wenn man dann seine Pipeline fertig gebaut hat, dann kann man subscriben und zum Beispiel hier einfach das auf der Konsole ausgeben. Soweit erstmal ganz grob, wie das funktionale Konzept dahinter steckt. Das nächste, was wir auch nochmal nennen, ist natürlich Fehlerbehandlung. In den Reactive Extensions ist diese Subscribe-Methode, kann drei Parameter bekommen und die zweite ist in dem Fall Fehler. Jetzt, genau, es hat dieses große Problem. Man sieht das auf der Webseite oder auch in irgendwelchen Tutorials und das sind natürlich sehr einfache Beispiele. Ich habe schon gedacht, ich will euch ein Beispiel zeigen, was das in echt zeigt. Und das Beispiel dafür ist einfach, wir machen einen Multitouch-Zoom. Kennt bestimmt jeder, also vom Telefon, man kann einfach ein Bild nehmen, kann das mit den Fingern skalieren und verschieben. Wir hatten das jetzt schon mal für eine Qt-Anwendung implementiert, weil Qt selber hat einige Probleme damit. Und ich habe mir gedacht, das muss doch möglich sein, das mit den Reactive-Sachen mal umzubauen.
Und tatsächlich, das ist möglich. Und ich will euch heute mal zeigen, wie das funktioniert. Gut. Also ganz grob, wir haben eine Aufgabenstellung. Wir wollen eine Multi-Pinch-Area schreiben und die ist ein Quick-Item. Ein Quick-Item ist das, was in QML einfach ein Rechteck darstellt und Eingaben verarbeiten kann. Das ist ein Co-Object und wir haben ein paar Interfaces, die wir bereitstellen wollen für unseren Nutzer. Also wir wollen für das QML, das will am Ende wissen, wo ist das Zentrum unseres Zooms, wie viel hat sich das bewegt seit dem letzten Update, wie ist die Skalierung und wie ist die relative Skalierung seit dem letzten Update. Und damit das QML überhaupt reagieren kann, also diese Funktion QInvocable heißt einfach nur, ich kann die vom QML aufrufen, damit das QML überhaupt mitbekommt, dass irgendwas mit den Fingern passiert ist, gibt es noch die Signale. Dort sagen wir einfach, okay, der Pinch beginnt, der Pinch wurde aktualisiert oder der Pinch ist fertig geworden. Und das Ganze wollen wir bereitstellen über eine einfache Funktion, diese Touch-Event-Funktion. Das heißt, ein Quick-Item bekommt, wenn man die Touch-Event-Funktion überlädt, immer dieses Touch-Event. Soweit erstmal jedem klar, was grob die Aufgabenstellung ist. Also wir wollen jetzt auch praktisch diesen Event bearbeiten, so dass die Funktionen aufgerufen werden und die Werte entsprechend rauskommen. Realistische Aufgabenstellung. Was brauchen wir jetzt noch? Wir müssen ja erstmal wissen, was in dem Touch-Event drin ist. Gut. Habe ich euch auch nochmal alles vorbereitet, wie das jemand denkt, der kann kein Qt und kann nicht folgen. Also ein Touch-Event ist ein Input-Event, aber das spielt nicht weiter zur Rolle. Was wir brauchen ist eine Substruktur, das ist der einzelne Touchpoint. Der Touchpoint hat viele Funktionen, um den Zustand auszulesen. Was uns aber interessiert, ist eigentlich der Zustand. Der Zustand ist, er ist geklickt worden, er ist losgelassen worden oder er wurde bewegt. Und was wir zusätzlich brauchen, ist die Position. Dann wissen wir, wo der Finger ist und was mit dem Touchpunkt passiert ist. Und das Interface im Wesentlichen, wir kriegen eine Liste von diesen Touchpoints, wenn wir die Touchpoints-Funktion aufrufen, und wir können diesen State über die gesamten Touchpoints analysieren. Also wir können fragen, das ist wie eine Bitmaske und das sagt dann, irgendein Punkt wurde weggenommen oder irgendein Punkt ist dazugekommen. Also wenn wir einen Finger drauflegen, dann kommt ein neuer Punkt dazu. Genau. Soweit erstmal Fragen zur Aufgabenstellung. Sehr schön. Dann fangen wir mal an. Also wir schreiben erstmal eine kleine Struktur, wo wir uns diese Argumente, die wir verarbeiten wollen am Ende, also die wir rausgeben wollen, zum Nutzer nochmal uns aufschreiben. Die Struktur ist ganz einfach. Wir speichern uns das ursprüngliche Event und zusätzlich den Zentrumspunkt aller Touchpoints, den Durchmesser, also den durchschnittlichen Durchmesser, den ein Kreis hätte, der durch alle Punkte geht, und auch die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Touchpunkte. Ja, die Struktur hat einfach zwei Konstruktoren, nur damit wir dann sehen, wie wir die am Ende bauen können. Gut, also machen wir los, Transducer. Transducer ist neu, deswegen wollen wir die unbedingt verwenden. Was wir als erstes hatten, wir haben gesehen, wir wollen unsere Touch-Events in Pinch-Arcs überführen. Gut, also fangen wir an. Wir nehmen erstmal von dem Event die Touchpoints, dann haben wir eine Liste von Touchpunkten. Diese Touchpunkte können wir jetzt nachfragen, was sind die verschiedenen Zustände. Wir können zum Beispiel fragen, ist überhaupt ein Punkt, der nicht released ist, darunter? Oder, genau. Nee, ist, also wir fragen einen bestimmten Punkt, bist du released worden? Weil das würde bedeuten, dass der Punkt nicht mehr vorhanden ist. Dann machen wir eine kleine Reduce-Funktion, die zählt einfach nur. Also jedes Mal, wenn die aufgerufen wird, wird der Count um 1 erhöht. So, und dann können wir schon unseren ersten Transducer aufrufen. Ein Transducer-Aufruf ist immer diese Transduce-Funktion. Danach kommt diese Reihe von Transformationen auf dem Stream. Und als nächstes eine Reduce-Funktion, der initiale State und am Ende noch die Liste von Inputs, die wir verarbeiten wollen. So, und was wir jetzt rausbekommen, ist der Count, was der Count aller Punkte ist, die nicht losgelassen wurden.
soweit klar. Also was wir jetzt noch zusätzlich gemacht haben, wir haben die Filterfunktion angewendet und sagen, wir wollen alle Punkte rausfiltern, die nicht released wurden. Also nur die bleiben übrig. Und dann haben wir schon den ersten Parameter von unserer Struktur. Also wir müssen ja nur die Anzahl der Touchpunkte wissen. Genau. Und der nächste Schritt ist dann einfach, wenn wir keine Punkte zur Verfügung haben, dann wissen wir, es gibt auch keine weiteren Argumente, sind wir fertig. Ansonsten müssen wir natürlich weitermachen. Erstmal Fragen zu dem Aspekt. Also es gibt noch mehr Transducer zu finden. Machen wir beim nächsten weiter. Wenn wir jetzt den Count haben, war das nächste, wir wollen das Zentrum ermitteln. Dafür extrahieren wir erstmal aus jedem Touchpunkt die Position. Und addieren alle Positionen auf. Führen das Ganze in Transducer. In diesem Fall composen wir, also wir wollen natürlich nur die Punkte zählen, die auch noch gedrückt sind. Deswegen wieder der Filter. Wollen jetzt die Positionen ermitteln und alles summieren. Und starten tun wir natürlich mit dem Punkt 0,0, so dass wir am Ende alles aufaddiert haben. Und wenn wir das Ganze wieder durch den Count teilen, dann haben wir das Zentrum. Soweit auch klar. Und wie man sieht, das sind immer ganz kleine Schritte. Jede einzelne Komponente ist sehr einfach gehalten und das Beste ist immer wieder verwendbar. So. Wir hatten jetzt die Anzahl, das Zentrum, was noch fehlt, ist der Diameter, also der Durchmesser von allen Touchpunkten. Dafür benutzen wir jetzt das Zentrum und wir rechnen für jeden Punkt den Abstand zwischen dem aktuellen Punkt und dem Zentrum aus. Das ist natürlich der Radius, aber den können wir ja am Ende verdoppeln. Genau, also wir machen Point minus Center. Das gibt wieder eine Pointstruktur. Jetzt kann natürlich der einzelne Komponente negativ sein, deswegen machen wir hier das alles in einem Vektor und Absolutkoordinaten. Wäre uns ja egal, in welche Richtung man seine Finger bewegt hat. Das Ganze addieren wir wieder auf. Da kann man dieselbe Summenfunktion verwenden, weil wir hatten Autoparameter. Welche Typen das sind, ist egal. Und Vektoren kann man genauso addieren wie Punkte. So, wenn wir diese Radien aufaddiert haben, dann machen wir die einfache Berechnung, also mal 2, um Durchmesser zu bekommen und durch die Anzahl der Punkte, um die durchschnittliche Abstand zum Zentrum zu ermitteln. Also, ja, Durchmesser. Ja, und jetzt können wir einfach unser Pinch-Arcs zusammenbauen. Wenn wir die oben angegeben haben, können wir einfach mit geschweiften Klammern sagen, wir geben alle Werte an für den Konstruktor und das Ganze funktioniert. Also Mission 1 haben wir erfüllt. Fragen erstmal dazu. Gut. Also Transducer, super Sache. Auch nie so kompliziert zu verstehen. Was aber mit dem Rest? Also wir müssen ja jetzt irgendwie auf diese verschiedenen Funktionsaufrufe kommen und ja. Da stellt man schnell fest, das geht mit Transducer nie so richtig. Also ja, wir können einfach die Streams, wenn wir die einmal aufteilen, also wir können jetzt fragen, was ist, ist das gerade ein Anfang oder ist jetzt, hat sich die Anzahl der Touchpunkte geändert gegenüber dem letzten Mal, dann würden wir halt neue Streams bekommen, die Ereignisse beinhalten. Aber wir kriegen diese, auf der einen Seite die zeitliche Komponente zwischen verschiedenen Aufrufen nicht richtig abgebildet und wir können auch ganz schwer diese wieder zusammenfügen, also dass wir einen Stream am Ende wieder bekommen. Deswegen benutzen wir Reactive Extensions dafür. Und ja, da müssen wir natürlich wieder erstmal nachschauen, was müssen wir wissen, um Reactive Extensions verwenden zu können. Und ich habe das gleich mal angewendet auf unsere Klasse. Also wir müssen als erstes mal losgehen und sagen, wir wollen diese Touch-Events als Subject benutzen. Ein Subject hat die Natur, dass man sowohl Events reinpumpen kann, als auch Events daran, also Streams daran knüpfen kann. Also ist sozusagen ein Subscriber und ein was andere?
Nee, das heißt in dem Fall anders. Aber wir sehen es gleich. Genau, Subscriber ist die eine Seite. Also wir können einfach unser Subject nehmen und sagen, get Subscriber. Kriegen wir den Subscriber von diesem Subject. Und das Einzige, was wir hier machen müssen, immer wenn unsere Touch-Event-Funktion aufgerufen wird, dann rufen wir dort onNext auf, was so viel heißt, wir pumpen das Event dadurch in dieses Subject. Und auf der anderen Seite heißt es Observable. Das heißt, wir nehmen einfach von unserem Subject das Observable und können daran die Verarbeitung anknüpfen. Genau, und was ich jetzt auch hier gleich mal gemacht habe, ist ein Map hinten dran gehangen. Das heißt, das erste Funktion, die wir ausführen, ist die Funktion mit den Transducern, die wir gerade geschrieben haben. Das heißt, da kommen die Pinch-Argumente rein, das Pinch-Event, und raus kommt unser Pinch-Arc-Struktur, so wie wir sie definiert haben. Mit durch Diameter, Count und so weiter. Okay. Soweit erstmal klar. Also diese Transducer funktionieren immer über irgendeine Schnittstelle, in der man das reinpumpen kann. Und das ist eigentlich auch ganz gut gemacht, sehr einfach aufzuschreiben. So, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Also, das mal ein bisschen versucht zu veranschaulichen. Wir haben verschiedene Zustände. Eigentlich haben wir eine Zustandsmaschine. Also, wenn noch kein Finger auf unserem Gerät ist, haben wir Idle. Wenn wir Finger drauf bewegen, haben wir einen Start. Das heißt, wir fangen an, diesen Finger zu tracken auf dem Device. Wenn jetzt ein zweiter Finger dazu kommt, dann hat sich die Anzahl der Touchpoints geändert. Und das heißt, wir können keine kontinuierliche Funktion mehr bilden zwischen den Events davor und jetzt mit mehreren Fingern. Also immer wenn die Anzahl der Touchpunkte sich ändert, wollen wir ein Reset auslösen. Aber wir bleiben in dem Zustand Tracking. Wenn wir jetzt aber den letzten Finger wegnehmen, dann beenden wir das Ganze natürlich. Soweit eigentlich recht einfach. Jetzt machen wir das einfach in Conditions und dann machen wir weiter. Also, wir sind in einem Event, was startet, wenn wir aktuell noch nicht aktiv sind und wenn die Anzahl der Touchpunkte 1 ist oder der Diameter größer als 0 ist. Also, wenn wir jetzt zwei Punkte hätten, die alle auf dem gleichen Punkt sind, dann funktioniert unsere Berechnung wahrscheinlich nicht. Deswegen größer 0. Das beendet haben wir das Ganze, wenn wir entweder wieder einen Start gefunden haben, weil wenn wir gerade starten, dann muss es sowieso mal vorbei gewesen sein. Sonst kann es ja nicht starten. Das ist theoretisch natürlich ausgeschlossen, aber ich habe es einfach mal Vollständigkeit halber alles aufgeschrieben. Und der Normalfall ist eigentlich, wir sind gerade aktiv und unsere Touchpunkte sind 0 geworden. Dann müssen wir es deaktivieren. Und der Reset ist, entweder es ist beendet worden, dann müssen wir natürlich auch resetten, oder wir haben die Anzahl der Punkte geändert. Das heißt, in unseren States, die wir aufgeakkumuliert wurden, wurde entweder gesagt, es wurde ein neuer Punkt gedrückt oder es wurde einer losgelassen. Also wenn eins der beiden Flex gesetzt ist, dann hat sich die Anzahl der Punkte geändert. So sparen wir uns zu merken, wie viele Punkte beim letzten Mal waren und wie viele jetzt sind. Okay. So, jetzt gießen wir das Ganze mit diesen Events einfach in Streams. Also wir nehmen unsere Touch-Arcs, die wir am Anfang definiert hatten, wo wir schon unsere Argumente rein strukturiert hatten, und filtern die jetzt einfach nach diesen drei Funktionen. Dann haben wir drei Streams, die jeweils, der erste triggert immer, wenn ein Touch beginnt, der zweite, wenn es beendet, und der dritte, wenn ein Reset ausgelöst wird. Also dann kommt jeweils immer ein Ereignis dadurch. Okay, jetzt müssen wir die irgendwie verbinden. Also wir haben jetzt zwar diese Ereignisse, aber ja, das ist ja noch keine gesamte Verarbeitung dafür. So, um die jetzt geschickt zu verbinden, da gibt es eine tolle Funktion, die heißt ConcatMap. Ist auf den ersten Blick ein bisschen komplex zu verstehen, deswegen habe ich hier mal die Grafik rausgesucht. Also die Grafik zeigt, oben ist die Eingabe. Dort gibt es diese verschiedenen farbigen Kolonnen. Und horizontal ist immer die Zeit. Das heißt, unten sieht man, kommt aus der roten Color ein rotes Rechteck auf die Seite gekippt. So, wie kommt das Rechteck zustande? Diese ConcatMap-Funktion wurde einer Funktion übergeben, die aus einer Color zwei Rechtecke macht. Und zwar auf so einer Zeitachse. Das heißt, das ist wieder ein Event-Stream. Also das heißt, wir können eine Funktion schreiben, die als Rückgabewert wieder einen Stream generiert.
Und dieser Stream wird dann auf der Ausgabe hintereinander ausgeführt. Das sehen wir dann bei den roten und blauen Punkten, also den grünen und dem blauen Punkt. Der blaue Punkt kommt eigentlich noch bevor unten der zweite grüne Rechteck rausgekommen ist. Ups. Okay, geht so. Ja, also die werden sozusagen strikt in der Reihenfolge gehalten, sozusagen die ConcatMap-Funktion muss seinen Stream beenden, dann kann das nächste Event aus dem Input seines Ergebnisse dort auch durchjagen. Soweit erstmal klar, wie die Funktion funktioniert, also was sie macht. Wenn man die jetzt nur so hinschreibt, dann fällt es mir so schwer zu verstehen, was sie macht, aber wenn man so eine Bilder hat, ist es recht einfach. Und da gibt es ein paar Projekte, die das machen, also wo man diese ganzen Reactive-Funktionen, egal ob für Transducer oder für Reactive-Extensions, einfach mit solchen Bildern erklärt bekommt. Und wenn man sich ein bisschen eingeguckt hat, dann sieht man auf den ersten Blick, was da los ist. Das eine ist lxmarbles.com oder .io, genau. Und das andere ist reactivex.io. Auf dem reactivex.io wird auch in den verschiedenen Reactive-Extension-Implementierungen, also in den verschiedenen Sprachen, erklärt, welche Funktionen dort wie heißen, weil das immer leicht unterschiedlich ist. Und bei uns heißt jetzt, wie oben kaum zu sehen ist, die ConcatMap natürlich Concat-Map und nicht so groß geschrieben. Okay, dann machen wir mal los. ConcatMap. Also, wir nehmen unseren Start und ConcatMappen jetzt unsere Funktion da drauf. Die bekommt natürlich jetzt als Argument dieses Event, was diesen Start ausgelöst hat. Und wir geben jetzt einen neuen Eventstrom zurück. So, vorher machen wir natürlich aber noch unseren Side-Effekt, also wir wollen ja dem QML mitteilen, das hat jetzt angefangen, also jemand hat seinen Touch gestartet. Das machen wir mit der Start-Pinch-Funktion, brauchen wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen. So, Rückgabewert ist jetzt, wir nehmen unseren Touch-Arg, also alle Touch-Events wieder, und starten den mit unserem Start-Argument. So, an der Stelle ist leider die Kamera ausgefallen, weil der Akku leer war. Jetzt fangen wir an, erzähle ich euch das alles nochmal. Die Touch-Arcs werden mit den Start-Arcs verknüpft, damit die nicht verloren gehen. Wir nehmen alle Touch-Arcs, bis das Endsignal kommt. Und abschließend werden wir noch den Nebeneffekt Finish-Pinch ausführen, damit die Touch-Bewegung abgeschlossen werden kann. Ja, was ich jetzt erzählt habe, weiß ich nicht, aber warten wir auf die nächste Folie. Das GetSecondArg ist notwendig, um das ConcatMap für C++ ordnungsgemäß auszuführen und liefert einfach nur das zweite Argument zurück. Weil der zweite Argument, weil die zweite Funktion, die übergeben wird, bekommt das StartArg und das jeweilige Event aus dem Strom, den wir im Return erzeugt haben. Wenn wir den zweite Argument zurückgeben, ist das genau das Event aus dem zweiten Strom. Und das wollen wir für die Folgenfunktion benutzen. Dort benutzen wir jetzt diese Event, um das Update-Pinch auszulösen. Jeder Eventstrom muss eine Subscribe-Methode benutzen, um abgeschlossen zu werden, um ein Target zu bekommen, was es wert ist, das Ganze auszuwerten. Ja, jetzt fehlt natürlich noch irgendwas. Wir brauchen eine Reset-Funktion. Ja, immer fehlt immer noch ein Ding, um das zu erledigen. Erweitern wir unsere Funktion einfach. Statt den Touch-Arcs benutzen wir jetzt das Reset-Event und fügen jetzt hier nochmal eine weitere ConcatMap-Implementierung oder einen ConcatMap-Aufruf ein. Dieser ConcatMap-Aufruf löst jetzt als Nebenwirkung das Reset-Pinch aus, sodass jedes Mal, wenn ein Reset-Event kommt, eben auch ein Reset-Pinch ausgelöst wird. Und wir nehmen dann die Touch-Arcs und verarbeiten den Strom, bis ein Reset wieder ausgelöst wird, sodass immer zwischen zwei Resets ein Reset-Pinch eben ausgelöst wird. Genau das, was wir erreichen wollten. Und damit ist eigentlich unsere Funktion abgeschlossen. Gut, jetzt ging ich dazu über,
die Demonstration zu starten. Ich habe einfach auf dem Nexus 10 Tablet die Anwendung vorgeführt. Das ist auf der Kamera sowieso nicht so gut zu erkennen, da ja, keine Kamera für das Tablet existiert. Wir haben dann auch festgestellt, dass die Kamera ausgefallen ist und die Batterie gewechselt, sodass es in Kürze wieder eine Videoaufnahme und auch Ton von mir geben soll. Was? Also ich habe bisher noch nie geschafft, da irgendeinen Zustand zu generieren, den man jetzt nicht von außen überblickt. Also dass das sozusagen durch die Aufbau der Struktur von den Reactive-Aufrufen irgendwie zu einem Problem führt. Deswegen, also Debugging ansonsten ist halt ganz normal, man kann überall einen Breakpoint hinsetzen und dahin springen. Aber was natürlich dann kompliziert wird, wenn man sich bei dem Aufbau der Streams irgendwie vertan hat, weil das sieht man unter Umständen halt nicht. Aber ja, also das ist halt eine gewisse Erfahrungssache, glaube ich. Und das Hauptproblem am Anfang ist eigentlich auch nie, dass man das debuggen müsste, sondern erstmal zu verstehen, wie man denken müsste, um eine einfache Lösung dafür zu finden. Ja, da kann man auch einfach überall Konsole-Ausgaben reinhängen oder so, dann sieht man schon, was passiert. Ansonsten hilft halt einfach, die einzelnen Reactive-Funktionen mal anzuschauen, was sie konkret machen. Unter Umständen hat man einfach eine falsche Vorstellung. Und am Anfang erschlägt einen auch, dass es gibt einfach eine ganze Menge von diesen Funktionen. In C++ zum Glück nie. Da muss man halt mit den wenigen Funktionen, die es gibt, ein bisschen kreativ arbeiten. Aber in JavaScript zum Beispiel gibt es ganz viele, wobei viele davon einfach Aliase sind. Also die bringen jetzt keinen großen Mehrwert. Aber ja, also ich kann jetzt auch nie so viel Erfahrung berichten, was in einer komplexen Praxis damit passiert. Also wir haben in C-Sharp auch ein bisschen damit rumgespielt. Das hat auch super funktioniert, um binäre Protokolle auszuwerten oder auch Textprotokolle. Das hat auch funktioniert. Und zwar wesentlich einfacher vom Code zu verstehen am Ende, als wenn man das alles in normaler imperativer Programmierung gemacht hat. Aber am Ende, ja, man muss halt ein bisschen sich reindenken, wie die Funktionen wirken. Und am Ende braucht man eigentlich auch nie so viele, dass es jetzt so kompliziert wird. Eine was? Okay. Ja, also können wir höchstens mal so anschauen, wenn es interessiert. Gut. Gut, wenn es noch umschaltet. Ja, genau, dann habe ich ja noch in die Beschreibung reingeschrieben. Ich will euch noch ein bisschen ein kleines Denkmodell mitgeben, wie man so eine Transducer verstehen kann. Und dass die ein bisschen von der ursprünglichen Definition hergeleitet ist, ein Transducer erstmal eine Funktion, die übergeben wir unser Argument. Also zum Beispiel eine Map übergeben wir eine Funktion. Oder was ist, wenn wir sagen take 5, dann wollen wir 5 Elemente nehmen, diese 5 dann erstmal übergeben. So, diese Funktion liefert jetzt erstmal noch nichts Sinnvolles zurück, sondern ein Objekt oder eine Funktion zurück, die mit einer Next-Funktion verknüpft werden kann. So können wir halt einfach mehrere dieser Transducer composen. Das war dieser Comp-Aufruf, den ich da drin hatte. Natürlich werden die Argumente dieser ersten Funktion gecaptured, sodass die erhalten bleiben. Und diese Funktion, wenn wir sozusagen das verknüpfen, dann kommt ein Transducer Step raus. Ein Transducer Step ist in der ursprünglichen Clojure-Version einfach wieder eine Funktion, die jetzt dann diese eigentliche Durchführung, wenn sie aufgerufen wird, durchführt. Und die Funktion bekommt jetzt natürlich neben den Argumenten, die wir ursprünglich gegeben haben, auch diesen Next Step mit übergeben. Sodass die einfach diesen Next Step an der richtigen Stelle aufruft. Und zum Beispiel, wenn wir einen Filter aufrufen und der Filter ist false von der Funktion, dann ruft er natürlich den Next Step nie auf. Und damit passiert auch nichts.
Und der richtige Ansatz, also bei Clojure müssen jetzt alle so Funktionen abbilden. Wir können an C++ natürlich ein bisschen mehr machen. Habe ich noch eine Folie dafür. Aber erstmal nochmal, um es mal andersrum wieder aufzurollen. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Aufruf, enumerate 5. Dort kommt jetzt so eine Funktion mit der next zurück. Diese Funktionen kann man jetzt mit der nächsten Funktion, zum Beispiel take until 100, nehmen und das composen, indem wir das einfach ineinander aufrufen. Und am Ende müssen wir halt das ja irgendwie abschließen. Also diese take until Funktion würde jetzt natürlich wieder eine next Funktion erwarten als Aufruf. Und das muss ja irgendwann mal eine Funktion geben, die keinen next erwartet, sondern die jetzt dann mal abschließt. Und das ist eigentlich beim Transducer immer der Reducer. Also wir brauchen irgendeinen Reduktionsschritt, der die Anzahl der Eingaben reduziert auf ein Ergebnis. Weil dann haben wir es abgeschlossen. Jetzt können wir zum Beispiel dort Standard-Sum oder sowas reinstecken. Also irgendwas addieren. Ja. Und was wir jetzt rausbekommen, ist halt ein Stepper. Und diesen Stepper könnten wir jetzt einfach aufrufen. Also er würde jetzt nur noch Inputs erwarten und würde dann losmachen. Und in diesem Fall, weil es ja keine unserer Funktionen von den Inputs abhängt, können wir einfach den Input 0 reingeben. Genau, die Sum-Funktion erwartet einen Input, weil die wird halt mit zwei Argumenten dann aufgerufen. Das eine eben unser Input und das andere das Ergebnis der Transducer davor. Also der Schritte davor. Und dann wird man, nochmal was ich, 0 übergeben, die Summe rauskriegen von allen Zahlen zwischen 5 und 100. Oder? Ja. Soweit erstmal klar. Zu den Transducer-Step. Das habe ich so im Laufe der Zeit, also ich habe so eine kleine eigene Transducer-Implementierung angefangen. Und ein Problem ist, wenn man das jetzt mit diesen alles Funktionen macht, dass wenn man einen Fehler macht, fällt es halt immer erst viel zu spät auf. Und in C++ ist es natürlich viel einfacher, wir splitten das auf in die einzelnen Funktionsschritte, die wir auch ausführen wollen. Also in Haskell haben wir das einfach über die Anzahl der Parameter unterschieden. Und in Clojure. Und ein anderes Problem ist noch, in Clojure können die auch nicht die States pure machen. Also, dass die Funktionen keine Nebenwirkungen brauchen, um ihre Transduce-Funktionen zu übernehmen. Also, in C++ kann man das machen. Und das wurde auch in der Adria-Bibliothek umgesetzt. Nicht in dem Sinne wie hier, aber das einfach mal zur Vorstellung. Also wenn wir jetzt einen konkreten Transducer-Step haben, dann kriegt er natürlich einen Step übergeben, was der Folgeschritt ist. Und es gibt drei Funktionen. Init, Prozess und Complete. Beim Init machen wir nicht weiter als unseren initialen State, den uns der Nutzer irgendwann mal gegeben hat, zu verpacken mit den States, die die anderen Transducer bauen. In der Prozess-Funktion packen wir den State wieder aus, um unseren State zu bekommen, verarbeiten den mit dem Do-Stuff und packen es am Ende wieder ein. Und in der Complete-Funktion rufen wir einfach unser Next-Step auf, lassen den das tun, was er immer tun wollte. Zum Beispiel könnte es sein, dass man in irgendeinem Transducer-Step zum Beispiel eine Datei geöffnet hat und die am Ende wieder schließen will. Wäre sinnvoll, wenn man das machen kann im Complete-Step. Und wenn das fertig ist, nehmen wir wieder unseren State, packen den aus und geben diesen Outer-State, den wir ganz am Anfang mal reinbekommen haben, auch wieder zurück. Es muss natürlich jetzt nicht derselbe Wert sein, aber es ist auf jeden Fall derselbe Typ. Also das ist im Moment das Modell, was ich auch im Kopf habe, wenn in so einem Transducer rumspürt. Erstmal Fragen dazu? Nochmal zu den Reactive Extensions, auch nochmal ein kleines Gedankenmodell. Ein bisschen haben wir das ja jetzt schon gemacht, also einfach nochmal aufgeschrieben. Es gibt einen Subscriber. Ein Subscriber ist etwas, wo ich einfach diese Funktion onNext, onCompleted oder onError aufrufen kann, um jeweils mitzuteilen, was jetzt der Zustand ist. Also onCompleted heißt einfach, okay, wir sind fertig. Next heißt, okay, nächster Schritt, nächstes Element, was zu verarbeiten ist. Und von Error sagt einfach, es gibt einen Fehler. Das Observable auf der anderen Seite ist das, womit ich den subscriben kann. Und ich kann entweder mich selber subscriben und das ganze Ding abschließen. Also wenn ich subscribe aufrufe, kriege ich keinen
React ist observable mehr zurück, sondern ich krieg ein, was da steht, eine Subscription kriege ich zurück, genau. Und die Subscription kann ich nur dafür verwenden, um mich eventuell anzusubscriben oder das Ganze zu beenden, bevor der Stream abgelaufen ist. Ansonsten, wenn man die verknüpft, dann kommt jedes Mal wieder ein neues Observable zurück. Und mit diesem Observable kann ich halt wieder Funktionen aufrufen. Ja. Und was jetzt noch fehlt, ist halt dieses Subject, was wir auch verwendet hatten, wo wir eben beides in einer Klasse vereinen. Und intern ist auch jede dieser Funktionen, diese Reactive-Funktion, mit so einem Subject abgebildet, weil immer von außen irgendwas da rein connected und natürlich auch wir wieder Daten nach außen geben. Ja, was es noch gibt, was ich jetzt nicht gezeigt habe, sind halt diese ganzen Koordinatoren. Also, wie initial schon gesagt, Reactive Extensions dient eben auch dafür, temporäre, also über die Zeit verteilte Ereignisse manipulieren zu können. Das kann sowas Sachen wie machen, wo ich sage, ich habe hier zum Beispiel Click-Events und ich will jetzt die Click-Events über eine bestimmte Zeit aufsammeln. Dann kann ich so ein Window bilden und sagen, für 50 Millisekunden baue ein Window auf. Und wenn jetzt eben mehrere Klicks kommen, dann sind die in dem Window und wenn die länger brauchen zwischen den Klicks, dann gibt es eben mehrere Windows dafür. Und um das zu koordinieren, also auch um diesen Aspekt der Zeit abbilden zu können, gibt es dann diese Koordinatoren, was dann auch dazu führt, dass es eben in mehreren Threads ausgeführt werden kann und so weiter. Ja. Und was es auch noch gibt, was in den anderen Beispielen eigentlich auch sehr intensiv genutzt wird, sind diese Sources. Dort kann man jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich will einfach eine Source haben, die Zahlen von 1 bis 100 ausspuckt oder sowas in der Art. Aber realistisch ist normalerweise, dass man dieses Subject sich nimmt und dort seine Events reinpumpt und auf der anderen Seite subscribed. Okay. Ein paar Worte nochmal zur Performance. Also das Ganze ist jetzt halt eher ein gutes neues Gedankenmodell. Es ist nicht so performant. Also gerade die Reactive Extensions, dadurch, dass die auch diese Zeitkomponente haben und überall Exception Handling beachten, ist das sehr träge. Also im Vergleich, wenn man das imperativ programmiert, habe ich einen Benchmark gemacht, schafft man das Ganze in 3-4 Millisekunden. Wenn man das in Reactive Extensions macht, ist das 800 Millisekunden. Die Transducers auf der anderen Seite sind ziemlich schnell. Also die Transducer, je nachdem, was man dort für Komplexitäten reinbringt, schafft entweder der Compiler, das komplett zu reduzieren, dass am Ende wieder dieser imperative Code rauskommt, oder es ist minimal langsamer. Also um die 12 Millisekunden ungefähr. Aber das hängt, wie gesagt, sehr stark davon ab, ob der Compiler es schafft, diesen Code zu verstehen, der da drin steckt. Und je komplexer die Bibliotheken werden, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich, dass der Compiler das komplett durchblickt. Ja. Dann Zusammenfassung. Es ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, mal darüber nachzudenken, wie es reactive gemacht wird. Einfach um das Gedankenmodell präsent zu haben. Es ist immer eigentlich einfacher zu lesen, wenn man es reactive aufgeschrieben hat. Und jeder weiß, Premature Optimization führt zu Problemen. Deswegen eigentlich ist der richtige Weg, es erstmal reactive aufzuschreiben. Und wenn es zu langsam ist, dann zu optimieren. Und der Code, der dort eigentlich rauskommt, ist nach meiner Erfahrung eigentlich immer auch robuster. Also wenn man hat einfach, wie wir schon gesehen haben, wir haben eine State Machine, da war nirgendwo eine wirkliche Condition. Also wir haben zwar die Events gefiltert, aber was dort rauskommt, ist eigentlich sehr straightforward. Und man kombiniert dann einfach nur die Eventströme wieder in der richtigen Reihenfolge. Ja, das war's erstmal von mir, von meinem Vortrag. Fragen? Welches Ende? Ach so, Extensions aufbauen. Ja, aber das sind ja die Transducer dafür.
Nee, diese End-Funktion hat man hier ja mitgebaut. Also wir haben Start, End und Reset. Das sind unsere drei Streams, die jeweils die Ereignisse enthalten. Also wir haben erst die Ist-Start, Ist-End und Ist-Reset-Funktionen gebaut und die haben wir dann zu diesen Streams gefiltert. Ja, ist schon ein bisschen viel Quellcode, um das auf den Folien zu präsentieren, aber ich denke, es war möglich zu folgen, glaube ich. Ansonsten, was ich natürlich jetzt auch bewusst weggelassen hat, es gibt noch den Fall, wenn jetzt unsere Klasse zerstört wird, dann müssen wir natürlich diese ganzen Stream-Kladderadatsch auch irgendwie beenden. Und dort müssen wir dann irgendwie sagen, hier, jetzt Feierabend. Dafür gibt es auch nochmal eine Funktion. Das ist einfach, liegt auch wieder daran, dass diese Reactive Extensions eben auch verteilt auf irgendwelchen Threads und Co. arbeiten können. Und wenn wir das nie beenden ordentlich, dann ja, läuft das amok. Im Speicher. Gut. Ja, hier die Bildreferenzen nochmal und ein paar Links. Also das Beispiel, was ich jetzt gezeigt habe, gibt es auch als Code, C++-Code. Ist ein bisschen aufwendiger zu kompilieren, weil ihr braucht diese beiden Bibliotheken. Also zum einen diese Reactive Extensions mit C++ und diese RTR Transducer Implementierung. Ja, das ist natürlich auch so ein kleines Problem. Also die beiden Bibliotheken zu kombinieren, macht die Auswahl der Compiler am Ende sehr eingeschränkt. Also ich kann aktuell dieses Beispiel nur mit GCC im Release-Modus kompilieren. Im Debug-Modus will er irgendwie zu viel Speicher allokieren und was ich mit Clang-Compiler sagt, ich sollte einen Bug-Report schicken und die Visual Studio-Compiler werden von den Transducer, also von Atria, nicht unterstützt. Wie gesagt, es geht hauptsächlich darum, es ist ein Gedankenmodell. In anderen Sprachen funktioniert es natürlich wesentlich besser, weil die einfach mal diese Typflexibilität noch mehr haben. In wieder anderen Sprachen, die noch mehr Typsysteme haben, also zum Beispiel in Rust, geht das überhaupt nie. Weil der will das prüfen an der Stelle, wo er das noch gar nicht prüfen kann, dass da irgendwas Sinnvolles rauskommt. Und deswegen kann man diese Verzögerung von diesen Transducern einfach nicht implementieren. Also man kann aber natürlich trotzdem, egal wie die Sprache aussieht, reactive programmieren. Also zum Beispiel, indem man schon die STL-Algorithmen verwendet. Und versucht eben allgemeine Subkomponenten zu schreiben, um die einfach wiederzuwenden auf den Streams, statt jedes Mal neu zu arbeiten. Und in C++ wird es wahrscheinlich auch noch mehr Entwicklung geben mit den Ranges, die hoffentlich ein bisschen leichtgewichtiger sind für den Compiler. Aber am Ende, wenn man komplexe Sachen mit den Reactive-Sachen baut, wird es irgendwann heftig für den Compiler rauszukriegen, dass das ganze Typsystem hier irgendwie schlüssig wäre. Eben weil alles verzögert ist und erst am Ende sich auflöst, nachdem er vier Funktionen aufgerufen hat. Okay, noch weitere Fragen? Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr macht jetzt alles in Reactive-Programmieren. Oder schaut es euch zumindest mal an. Also es, auf jeden Fall kann es nicht schaden, darüber Bescheid zu wissen, wie das funktioniert und was man eigentlich richtig machen sollte. Selbst wenn man es vielleicht aufgrund der Compiler nicht einsetzen kann. Okay. Ja, dann könnt ihr noch diskutieren. Offen ist jetzt noch ein bisschen, was nächsten Monat für einen Vortrag kommt.